Was ist ein, und jetzt stelle ich mal die Frage gleich um, sodass wir direkt vorbereiten für die Antwort, was ist ein Merkmal? Aber das ist nicht die Frage, sondern gefragt ist, was ist ein diskretes und was ist ein stetiges Merkmal? Ja, so ist die Frage. Was ist ein diskretes und was ist ein stetiges Merkmal? Ein Merkmal an sich, das ist hier zwar nicht gefragt, aber wir schreiben es nochmal hin, ist eine typische Eigenschaft. Ja, die typische Eigenschaft, die ich gerade untersuchen möchte, das ist das Merkmal. Und jetzt gibt es zum Beispiel bei Menschen interessiert mich die Augenfarbe oder das Sternzeichen oder was immer. Dann wäre das jeweils das Merkmal. So, ein diskretes Merkmal ist punktdefiniert. Zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse hat man zu zahlen 79,83 Euro. Das ist genau 79,83 Euro und nicht 84 oder 82. Ist punktdefiniert. Und ein stetiges Merkmal ist zeitraumbezogen, also Teil eines Flusses. Ja, Teil eines Flusses im direkten, auch im indirekten Sinne, zum Beispiel die Zeit. Ja, wir erleben die Zeit als Teil eines Flusses, indem wir sagen, wir haben jetzt 9:04 Uhr, aber in dem Moment, wo ich das sage, ist die Zeit schon wieder weiter vorangeschritten oder weiter geflossen. Das ist ein stetiges Merkmal. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hä? Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.